oder eins von Wolle oder so. Oder nein, ich nehme deins. Nee, ich nehme eins. Nee, ich sag deins. Nimmst du auf? Hallo, liebe Zebras. Hier sind Lukas und Daniel. Und wir erzählen über... Ja, über was erzählen wir? Oh. Nee, das war schlecht. Hi, Zebras. Mein persönliches Tor des Jahres war... Keine Ahnung. Also mein Tor des Jahres war das spielentscheidende 3:1 gegen Holstein Kiel in der 93. Minute von Lukas Fröde, der endlich mal das Tor getroffen hat, sich extrem gefreut hat, den Ball aus dem Tor genommen hat, zur Mittellinie gelaufen ist. Und das Spiel war vorbei. Und der Schiri hat gepfiffen. Ja, das war natürlich auch mein persönliches Tor. Also mein persönliches Top-Tor des Jahres. Ich denke, man hat gesehen, was für Qualität da in mir steckt, gerade im 16er. Ja, ich denke, gerade das war, im eigenen, ne? Ich denke, das im war Abstand das schönste Tor des Jahres, nicht nur für den MSV, deutschlandweit. Und deswegen denke ich, gibt es eigentlich keine zwei. Wieso hast du eigentlich keine Nominierung bekommen? Und dafür, Jahres, deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil dieses Tor nicht irdisch war. Nicht was? Nicht irdisch. Irdisch. Galaktisch. Für mich wäre das ein Tor des Jahres gewesen. Ja, deswegen. Das ist ja auch unser persönliches Tor. Hat eigentlich jemand mit dir gejubelt? ist alleine zum Ball. So, können wir da was verwenden? Liebe Zebras, wir wollen natürlich auch wissen, welches Tor für euch das schönste, das beste oder das emotionalste Tor war des Jahres. Und, ja. Schickt uns privat eine Nachricht oder auch Post. Adresse ist... Du bist so dumm, Alter. Ist so kalt, Alter. Was? Komm, nochmal. Was denn? Ist doch gut. Das war top. Liebe Zebras, wir wollen natürlich auch noch euer Top-Tor des Jahres gerne wissen. Ja, schreibt uns oder schickt uns Videos. Unter lukasfröde@gmail.com. Ja, genau. Wenn ihr vielleicht mit Daniel direkt in Kontakt treten wollt, dann geben wir natürlich auch seine Kontaktdaten sehr gerne raus. Also meldet euch.